Ein Wagen kommt. Weiterverfolgen. استدر إلى اليسار، إلى اليسار. الخائن بحوزتنا ونحن في طريقنا إلى القصر. نعم سيدي، بقية العائلة المالكة قد فارقوا الحياة، وقد شاهدتهم بنفسي شخصيا. قام هو الآخر بالتواصل مع الغرب في سبيل تحقيق مكاسبه الشخصية. استدر إلى اليمين عند التقاطع التالي. التواصل لا يأتي إلا بالعبودية، لن نكون عبيدا. استدر إلى اليسار، إلى اليسار. حان الوقت لإظهار قوتنا الحقيقية. إنهم يستعينون بعزيمتنا. دعونا نريهم أننا لا نهابهم. كشعب واحد سنحرر اخواننا من طغيان النفوذ الاجنبي. هكذا ابتدأت.
Captain Price, Al-Assad hat gerade Präsident Al-Fulani im Fernsehen hinrichten lassen. Die Amis haben Pläne für Al-Assad und für Al-Fulani können wir nichts mehr tun. Aber in weniger als 3 Stunden wird Codename Nikolai in Russland hingerichtet. Nikolai, Sir? Nikolai ist unser Informant bei den Ultranationalisten. Er hat uns die Daten für die Frachtschiffoperation besorgt. Nikolai ist mitten in der Hölle und wir werden ihn rausholen. Wir vergessen unsere Freunde nicht. Bewegung! Die Loyalisten erwarten uns etwa einen halben Kilometer nördlich. Abrücken. Loyalisten, was? Sind das die guten Russen oder die bösen Russen? Tja, sie schießen nicht sofort auf uns, wenn du das wissen willst. Das reicht mir absolut, Sir. Waffenfreigabe. Ziel erledigt. Feind erledigt. Gute Arbeit. Da sollten noch ein paar Wachposten voraus sein. Kamarow und seine Männer warten in einem Feld nordwestlich von hier. Erledigt. Soap, ein paar Claymores vor der Tür platzieren und dann den Lockvogel spielen. Ziel eliminiert! Gute Riechst du das, Gas? Ja, Kamarow. Willkommen im neuen Russland, Captain Price. Was ist das Ziel? Wir müssen einen Informanten rausholen. Die Ultranationalisten haben BM-21er auf der anderen Seite des Hügels. Ihre Raketen haben hunderte Zivilisten im Tal getötet. Nicht so schnell. Denken Sie an Beirut. Sie kommen mit uns. Ich schulde Ihnen wohl was. Ja, ganz genau. Ваня, приближайся. Приготовься к атаке. Жди моего сигнала. Hier lang. Von da aus kann Ihr Scharfschütze meine Männer schützen. Scharfschützen in Position. Gas, die linke Flanke decken. Verstanden. Decke linke Flanke. So, wechseln Sie zum Scharfschützengewehr. Sofort starten. So, schalten Sie die MG-Schützen an den Fenstern aus, damit Kamarows Männer das Gebäude stürmen können. Scheiße, Feindhubschrauber! Sie haben nicht erwähnt, dass es Hubschrauber gibt, Kamarow. Ich habe auch nicht gesagt, dass es keine gibt. Wir müssen meine Männer vor ihnen schützen. Hier lang! Machen Sie hin, Kamarow. Ich will den Informanten. Sie müssen sich um nichts Sorgen machen. Wir erledigen die BM-21er und bahnen einen Weg direkt zu Ihrem Informanten.
halt es. Сколько времени тебе нужно? Ладно, я буду проживать, отдановливать их. Wir sollten es einfach aus ihm rausprügeln. Noch nicht. Kontakt im Nordwesten! Wir bekommen Gesellschaft, Sir. Hubschrauber nähern sich schnell. Preis. Meine Männer treffen auf schweren Widerstand. Helfen Sie ihnen von den Klippen aus. Und unser Informant? Dem läuft die Zeit davon. Dann helfen Sie uns. Je weiter meine Männer ins Dorf vorrücken, desto näher kommen wir Ihrem Informanten. Gut, wir machen Fortschritte. Folgen Sie mir zur Stromversorgung. Da, der letzte Angriff hat begonnen. Noch ein bisschen mehr Scharfschützenhilfe von Ihnen. Genug Scharfschützen. Wo ist der Informant? Что ты делаешь? Что сумма зашел? Wo ist der? Das Haus am nordöstlichen Ende des Dorfes. Das war doch gar nicht so schwer. Und jetzt setz dich in die Ecke. Soap, Gas. Wir müssen zu dem Haus, bevor dem Informanten was passiert. Na dann, los. Thank you.
Gib mir Feuerschutz! Scheiße, Bewegung! Vielleicht lebt er noch! Gas auf die Rückseite und unterbricht die Stromzufuhr! Alle anderen bereit machen! Okay, Strom unterbrochen. Los! Victor! Elektrisches Puppe... Diese Nachtsichtgeräte machen es einfach. Sascha! Die ist dies! Slava Boga. Что вы хотите? Что вы? Спецвойска? Ist es. Nikolai, bist du in Ordnung? Kannst du laufen? Ja, und ich kann immer noch kämpfen. Danke, dass ihr mich rausgeholt habt. Big Bird, Bravo 6 hier. Wir haben das Paket. Treffen bei Landezone 1, over. Bravo 6, Big Bird hier. Sind auf dem Weg, Ende. Los geht's, los geht's! Haben die Amerikaner schon Al-Assad angegriffen? Nein, ihre Invasion beginnt erst in ein paar Stunden. Wieso? Die Amerikaner machen einen Fehler. Sie werden Al-Assad niemals lebend kriegen.